Schadenersatzklage in Bonn. Vier ehemalige Radartechniker der Bundeswehr und die Witwe eines inzwischen verstorbenen Mitarbeiters verlangen vom Bund Schmerzensgeld in Höhe von jeweils mindestens 60.000 Euro. Die Klagen sind die ersten von mehr als 900 Forderungen. In den 60er und 70er Jahren waren zahlreiche Angehörige der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee der DDR Röntgenstrahlung an nicht ausreichend abgeschirmten Radargeräten ausgesetzt. Computernutzer sind nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs nun besser gegen sogenannte Internet-Dialer geschützt. Dialer sind Einwahlprogramme, die sich meist automatisch auf dem Computer eines Internetnutzers installieren. Sie verändern verdeckt die Einstellungen des Computers, sodass fortan jede Verbindung ins Internet über teure 0190er oder 0900er Nummern hergestellt wird. Die hohen Rechnungen muss der ahnungslose Nutzer künftig nicht mehr zahlen, entschied der BGH. Ob Hausaufgabenhilfe oder Comichelden, für Jugendliche sind diese Seiten oft nur mit einer 190er-Nummer anzuklicken. So hatte sich ein 16-jähriger Berliner eine Datei heruntergeladen, die Beschleunigung der Datenübertragung versprach. Tatsächlich verbarg sich dahinter ein automatisch eingeschmuggeltes Programm. Die Folge: sämtliche Verbindungen ins Internet wurden fortan über die teure 190er-Nummer hergestellt. Selbst die Löschung der Datei machte die Veränderung nicht mehr rückgängig. Die Manipulation war für einen normalen PC-Nutzer nicht erkennbar. Die Kernfrage für die Bundesrichter: Wer trägt das Risiko, wenn eine 190er-Nummer angeklickt wird? Der Anwalt der beklagten Mutter des Jugendlichen: Wenn die 190er-Nummer in seinem Computer stehen bleibt und er wählt sie sozusagen, ohne es zu wissen, wieder an, gegen sein Wissen, dann muss das Risiko der Telefonanbieter tragen und nicht der Verbraucher. Für den belief sich im konkreten Fall die Telefonrechnung auf über 17.000 Mark. Die muss nicht bezahlt werden, entschieden die Bundesrichter. Das Risiko eines Missbrauchs einer 190er-Nummer trägt der Telefonnetzbetreiber. Der PC-Benutzer habe keinen besonderen Anlass zu Schutzvorkehrungen gehabt, da der Dialer nicht bemerkbar war. Das Urteil des Bundesgerichtshofs wird Dialer-Programme nicht verhindern können. Aber es wird das Abkassieren für viele Dialer-Anbieter erheblich unattraktiver machen. Bisher konnten solche Anbieter über die Telefonnetzbetreiber ihre Kunden abkassieren. Damit dürfte jetzt Schluss sein.